Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, ich bin Sebastian, der kleine Kerl, hier ist Ben. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet oder unseren Kanal. Und ja, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr auf meinem Kanal hier. Und ja, der Ben muss natürlich erstmal eine Abnahme machen, ob alles in Ordnung ist. Und dann geht's auch weiter. Ja, die Firma EasySMX hat mir ja zwei Gimmicks für unsere VR-Headsets bereitgestellt. Und die habe ich getestet. Das ist einmal der In-Ear-Kopfhörer TG01. Und ja, das Besondere hier ist, wir haben einmal einen Bluetooth-Kopfhörer, aber wir haben auch einen Wi-Fi-Dongle dabei, der mit 2,4 GHz sendet und das dann ja sehr, sehr latenzfrei gibt es ja nicht, aber mit einer sehr geringen Latenz. Und das ist natürlich wichtig, weil die normalen Bluetooth-Kopfhörer haben eine relativ hohe Latenz und dann ist das Erlebte nicht das Gleiche, was wir hören. Also wir hören das alles dann verzögert, zieht einen aus der Immersion raus, aus der VR-Welt, und das muss nicht sein. Also deshalb brauchen wir zwingend In-Ear Wi-Fi-Kopfhörer. Das zeige ich euch gleich noch. Und dann kommen wir zum Headstrap, was ich bekommen habe, und das ist das Q20 Elite Strap von EasySMX. Und ja, Preis liegt aktuell mit einem 30% Coupon bei 29,40 Euro, also auch nicht zu teuer. Regulärer Preis muss wohl irgendwas bei 42 sein. Und ja, das hat die Firma mir zum Testen bereitgestellt, und ich würde sagen, fangen wir mal erstmal an mit dem Headstrap. Das Q20 Headstrap von EasySMX, und es ist eigentlich relativ einfach gehalten. Wir haben hier ein Kopfpolster. Wie ihr seht, das ist ja in mehreren kleinen Polstern aufgeteilt. Das Kopfpolster, wie ihr seht, ist jetzt nicht so mega dick, wie es eventuell bei anderen Herstellern ist. Aber ich habe durchaus ein relativ schönes Gefühl gehabt auf dem Kopf. Also es hat nicht gedrückt oder gezwackt. Es gibt vielleicht Leute, die bevorzugen dickere Polster. Ich muss aber hier sagen, also war vollkommen angenehm, keine Probleme damit gehabt. Ich habe jetzt eine Woche lang getestet und ich fand es echt gut. Und man muss natürlich bedenken, wir haben hier einen Headstrap für 29 Euro. Also Kopfband war vollkommen in Ordnung. Dann haben wir hier, das ist auch eher seltener, dass wir hier hinten zwei Polster haben, und die sind auch noch beweglich, also die passen sich so ein bisschen der Kopfform an, und ja, die sind alle in alle Richtungen beweglich. Das Polster hier ist jetzt auch nicht so mega dick, aber war trotzdem, lag echt bequem an. Ich hatte keine Probleme, konnte fest genug ziehen, dass ich genug Grip hatte und konnte damit ohne Probleme spielen. Jetzt komme ich zum Negativpunkt. Das ist der kleine Regler hier, um das Headstrap nach fester zu ziehen oder nicht. Also ich rutsche hier öfters ab, weil hier irgendwie kein Grip ist. Vielleicht könnte der ein bisschen größer sein, müsste eventuell auch hier geriffelt sein, damit ich ein bisschen besseren Grip habe, oder aus Gummi. Ich weiß nicht, was man da am besten macht. Aber das ist jetzt ein kleiner negativer Punkt, wo ich sage, hätte besser sein können. Aber ansonsten haben wir hier ein gutes Headstrap, und ich sag mal, der reguläre Preis von 42 Euro finde ich schon ein bisschen zu hoch. 29 Euro geht hier aber vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach. Kann man sich echt zulegen, wenn man mit dem Original nicht zufrieden ist. Da hat man hier ein schönes Headstrap, muss ich sagen. Es gibt natürlich bessere. Wenn ich jetzt im Bereich, wo ich, was ich schon mal vorgestellt habe, Bobo geht, die haben natürlich noch mal ein bisschen hochwertigere Sachen, auch teurer natürlich mit Akku und so weiter. Aber selbst die haben auch noch günstigere Varianten. Das ist aber vollkommen individuell von jedem abhängig. Was habe ich für eine Kopfform? Komme ich jetzt mit dem klar oder komme ich mit dem besser klar? Das ist vollkommen Geschmackssache. Und ja, ich kam jetzt mit dem auch vollkommen klar, hatte keine Probleme. Auch wenn ich jetzt natürlich alleine schon wegen dem Akku die Bobo bevorzuge. Aber hier kann man auch echt nichts falsch machen, wenn man es jetzt für den Angebotspreis von 29 Euro kauft. Meiner Meinung nach. Ja, das war es mit dem Headstrap. Wir haben hier noch eine kleine Anleitung dabei. Die hat der Ben gerade drauf aufgepasst. Das alles erklärt in verschiedenen Sprachen, ist auch Deutsch dabei. Es ist aber vollkommen
easy, das zu montieren. Also das brauche ich nicht extra noch zeigen. Demontage natürlich. Und dann geht's schon auch zur Montage. Und wir haben hier auch so einen kleinen QR-Code. Da kann man dann auch mal mit dem Handy dann draufschauen. Ja, was noch beiliegt, ist ein Accessoire oder zwei kleinere Accessoires. Die packe ich mal kurz aus. Wir haben hier so einen Gummiband, das ist jetzt auch nichts Besonderes. Das kann ich dann am Headstrap irgendwo montieren. Kann ich dann entweder, mache ich es hier irgendwo dran, hier hinten oder zur Seite. Ich würde es hinten dran machen. Ich habe es jetzt nicht gebraucht. Funktioniert auch über Klett, glaube ich. So, da kann man es dann hinten festmachen oder an der Seite. Und da kann ich dann hier einen kleinen Akku reinpacken. Den befestigen und dann hat man so eine kleine Akkuhalterung. Hier liegt auch noch so ein kleines Gummiteil dabei. Das kann ich hier montieren und dann habe ich so einen kleinen Kabelabfang. Wenn ich von hinten zum Akku nach vorne muss, zur Ladebuchse, dann kann ich das hier dann damit abfangen oder hier, je nachdem, wo man das haben möchte. Und ja, dann ist das Kabel so ein bisschen abgefangen. Ja, der Ben macht sich gerade gemütlich, wie ihr seht. Also das für 29 Euro geht vollkommen in Ordnung. Da bin ich, kann ich eine kleine Kaufempfehlung aussprechen. Wenn man mehr anlegen möchte und sagt, ah, ich möchte was anderes, besseres haben, dann muss man natürlich nochmal in die andere Richtung gehen. Aber das geht vollkommen in Ordnung. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Kopfhörern. Ja, die TG01 Kopfhörer von EasySMX. Und ja, ich mache mal das Paket auf. Das erwartet uns ungefähr, ich habe es natürlich schon ausgepackt, da ist noch so eine kleine Schutzfolie drum oder Schutzhülle, die habe ich jetzt mal abgemacht, aber so, in etwa bekommen wir das Paket. Wir haben hier einmal den Dongle, den Wi-Fi-Dongle und gut ist natürlich auch, wir können das an die Quest, an die Pico dranhängen, also das passt sowohl als auch an die Pico und an die Quest. Hier an die Seite kommt der Wi-Fi-Dongle. Wenn wir jetzt gleichzeitig noch laden möchten, wir haben jetzt einen Batteriestrap dran, dann kann ich den hier noch einstecken. Hier ist noch eine Buchse und da kann ich dann die Batterie dran anstecken und wir haben dann quasi gleichzeitig auch die Möglichkeit zu laden. Ich zeige euch das mal ganz kurz an der Pico. Ihr könnt das für verschiedene Headsets nutzen, ist überhaupt kein Problem. Hier habe ich das Ganze und wenn ich das jetzt hier einstecke, könnt ihr damit laden und ja, das ist das Besondere an dem Dongle hier. Finde ich ganz wichtig, weil immer mehr Leute benutzen solche Headstraps, wo wir auch gleichzeitig laden können, wo wir die Spieldauer ein bisschen erhöhen können. Die normale Spieldauer ist ja zwischen 1 und 2 Stunden, meistens so anderthalb passt es bei mir. Und dann ist auch Ende und dann ist ein Akku natürlich umso besser. Und ja, das funktioniert mit beiden Headsets. Pico 4 und der Quest habe ich es probiert und hatte auch keine Probleme damit. Und ja, ich finde den Klang echt super, muss ich einfach sagen. Also Klang ist perfekt. Dann habe ich ich habe immer Probleme mit In-Ear-Kopfhörern. Die rutschen meistens, egal was ich da probiere. Wir haben immer auch verschiedene Größen von diesen Gummis dabei. Ich komme aber meistens mit keinem der ausgewählten Dinger klar. Und ja, hier haben wir jetzt so einen Kopfhörer, dieser In-Ear-Kopfhörer. Und ich finde die super angenehm zu tragen. Die halten super. Also ich habe damit Sportspiele gespielt. Ich hatte keinmal das Problem, dass er irgendwie mir rausgerutscht wäre oder sonst was. Der Klang ist echt super. Ich war sehr, sehr überrascht davon. Und wir haben hier so ein Case, wo wir auch unten die Ladebuchse haben. Ich hätte mir jetzt hier ein bisschen mehr gewünscht als eine LED, wo man sieht, ja, okay, es lädt gerade. Dann hätte ich nur gerne noch eine grüne LED gehabt, wenn es voll ist. Das habe ich jetzt nicht gehabt. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, wir haben hier so ein Touchfeld und damit kann ich auch auf der rechten Seite laut stellen und wenn ich die linke Seite berühre, kann ich leiser stellen. Das fand ich auch sehr angenehm, egal ob ich jetzt das mit dem Handy benutzt habe oder auch beim VR. Also war überhaupt kein Problem. Wenn wir das nutzen wollen an einem USB-A-Anschluss und wir haben
wir haben halt jetzt irgendein Gerät, was wir damit benutzen wollen, dann ist hier so ein USB-C, USB-A-Adapter dabei. Dann kann ich den Dongle einfach draufstecken und kann es irgendwo am PC oder sonst wo anschließen. Also das ist echt super, finde ich sehr gelungen. Auch wieder hier, ich habe das eine Woche getestet. Ich hatte keine Probleme damit, war sehr, sehr überrascht damit. Ich habe damit Hörbücher gehört, Musik gehört, ich habe damit VR gezockt. Ja, alles, was man so testen kann. Ich habe schon eine Anfrage vom Entwickler oder vom Hersteller bekommen, wie es denn aussieht mit meinem Video, aber ich möchte natürlich auch was testen. Und ja, da muss ich natürlich auch, also mindestens immer eine Woche mal damit rumspielen, testen, um da auch mal die Pros und Kontras abzudecken. Ich habe jetzt vom Sound her überhaupt keine Kontras. Ich bin aber auch kein, wie nennt man die, audiophiler Mensch. Also ich stecke was auf und denke, oh, cool, da, die Bässe kommen klar rüber, das ist gut, das ist gut. Also mir hat es gefallen. Wenn jetzt eventuell audiophile Menschen sind, ja, die werden sich aber auch keine In-Ear-Kopfhörer holen. Ganz, ganz ehrlich, da holen die sich wirklich Over-Ear-Kopfhörer. Wenn man richtig guten Klang haben will, muss man Over-Ear-Kopfhörer haben. Das deckt kein In-Ear-Kopfhörer ab, meiner Meinung nach. Aber da sind die Geschmäcker auch verschieden. Ich finde das Set hier echt super. Ich habe es im normalen Bluetooth-Modus getestet. Ich habe es im Dongle-Modus getestet und ich fand es echt super. Was ich jetzt nicht so toll fand, wir haben hier, der Dongle ist natürlich ziemlich groß, weil die auch hier auch noch unterkriegen mussten, dass man hier gleichzeitig laden kann. Ich kann den nicht in dieses Case hier einpacken. Das ist echt schade, aber wenn man will, kann man hier unten anstecken und fertig ist. Aber im Case richtig geschützt wäre natürlich schöner gewesen. Dann wäre das Case natürlich ein bisschen größer geworden, aber hätte ich jetzt bevorzugt, muss ich ganz klar sagen. Ist bei den Soundcore P10, glaube ich, da ist es so, da hat man dann den wirklich im Case drin. Gefällt mir eigentlich besser. Die zeige ich euch gleich aber auch nochmal. Und ja, das zu den Kopfhörern. Jetzt zeigen, gehen wir mal zu den Homepage, zur Amazon-Seite und zur normalen Easy SMX Homepage und dann schauen wir uns das da mal an. Ja, hier sind wir auf der Amazon-Seite. Link werde ich euch unten in die Beschreibung packen, wenn ihr das darüber bestellen wollt. Wir kriegen bei Amazon aber leider nur das Headstrap. Die Kopfhörer sind aktuell noch nicht bei Amazon verfügbar. Vielleicht kommt das noch, ich hoffe mal. Und gehen wir erstmal hier drauf ein. Hier haben wir diese grüne Variante. Wenn wir unter Amazon noch suchen, dann kommt auch noch eine schwarze. Ich kann sie leider hier nicht auswählen. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass ich nicht diese Farben hier bei Amazon auswählen kann und dann bequem darüber bestellen kann. Aber hier, das geht es nicht. Hier hätten wir die grüne Variante. Und hier wird auch nochmal gezeigt, warum das Kopfpolster halt so geformt ist, wie es geformt ist. Und hier sehen wir, dass es wirklich besser Luft durchlässt. Ist natürlich auch eine, kann man verstehen. Wenn wir jetzt dieses Kunstleder haben, das liegt natürlich, wenn wir diese dicke Kunstlederpolster haben, die liegen natürlich ganz platt auf dem Kopf auf und da schwitzt man natürlich dann auch. Und hier dann auch weniger, weil es auch dieser luftdurchlässige Stoff ist einfach. Ja, hier haben wir 41,99. Den Preis finde ich ein bisschen happig, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür. Aber mit den 30-Coupon-Gutschein haben wir hier 29,40 und das geht vollkommen in Ordnung. Also da kann man echt zuschlagen. Bei 42 Euro hätte ich jetzt gesagt, nein. Habe ich aber eben schon mal erwähnt. Ja, das dazu. Also ich kann jetzt echt nichts mega Schlechtes darüber sagen, außer der Verstellknopf, der könnte ein bisschen schöner sein. Aber ansonsten war das vollkommen in Ordnung. Ja, gehen wir jetzt mal zu der Hauptseite von Easy SMX. Und hier haben wir die Kopfhörer. $59,99 kosten die. Ich glaube, das sind irgendwas von 52 Euro aktuell. Das liegt natürlich auch immer vom Preis her. Aber ich sag mal, wenn man jetzt das im Gegensatz zu den Soundcore nimmt, die kosten 90 Euro, aktuell irgendwas roundabout 90 Euro und da sind wir mit dem Preis natürlich um einiges tiefer und wir haben hier auch ein echt gutes Sounderlebnis. Wir haben auch alles, was die anderen Kopfhörer da bieten und das für viel, viel weniger Geld, muss man ganz klar sagen. Wir haben hier aber auch die Möglichkeit, ein Komplettset zu holen.
89,99. Da haben wir die Kopfhörer, so wie ich es jetzt auch bekommen habe, Kopfhörer und Kopfband dabei. Und da sind wir bei 89,99. Ich glaube, das sind dann irgendwas von 80 Euro, paar gequetschte. Schlagt mich nicht, wenn es nicht ganz stimmt, aber irgendwas so roundabout passt es dann. Und ja, wir haben hier, habe ich eben gelesen, ganz oben steht Europa, bla bla bla, ist auch Versand kostenfrei, wenn ihr hier bestellt. Und ja, Zahlungsmittel haben wir hier alles, was eigentlich das Herz begehrt. PayPal, Visa, Google Pay und so weiter und so fort. Also überhaupt kein Problem. Ich kann es verstehen, ich bin ja auch eher so ein Amazon-Käufer. Ich kaufe super gerne alles über Amazon. Das ist, wenn was kaputt geht, ist es viel, viel einfacher mit der Rückgabe. Aber ich denke mal, wenn man hier ein Problem hat, da findet sich mit Sicherheit auch mit dem Hersteller hier eine Lösung. Ja, das sind die TG01 VR und ja, hier sehen wir nochmal alles, was dabei liegt. Und ja, wie ich eben schon gesagt habe, da liegen auch noch hier die verschiedenen Gummis dabei, für verschiedene Größen, S, M und L, glaube ich. Und ja, ich habe die benutzt, die schon drauf waren und die passen bei mir perfekt und das habe ich normalerweise nie. Und ja, da macht er nichts falsch, würde ich sagen, für den Preis. Wenn ich im Gegensatz dazu jetzt die Soundcore nehme, die kosten 94 Euro. Gut, es gibt es aktuell auch einen 30% Gutschein, aber ist immerhin noch teurer. Und ja, ist halt echt Geschmackssache. Ich muss sagen, mir gefielen die vom Komfort her, die Easy SMX, besser. Ich weiß nicht warum, aber das liegt wahrscheinlich an meinen großen Ohren vielleicht, weil meistens habe ich das Problem, dass mir dann irgendwann rausrutschen. War hier jetzt nicht der Fall, bei den Soundcore wohl, aber das ist komplett ja individuell von wegen, was man für Ohren hat, was man für Kopfform hat und so weiter. Gut, jetzt ist hier nur die Ohrform, wie die Ohrmuschel geformt ist, aber ja, hier hatte ich keine Probleme. Da müsst ihr aber dann entscheiden, was besser, was schlechter ist. Ja, ich kann euch nur sagen, das, was ich jetzt hier bisher getestet habe, hat mich echt, ja, positiv gestimmt, hat mir sehr gut gefallen und ich werde die auch weiterhin nutzen. Die Soundcore, die liegen bei mir aktuell wirklich eher in der Ecke und ja, jetzt habe ich hier eine neue Variante und die werde ich jetzt öfters benutzen, wenn ich VR spiele und mal gerade keine Kopfhörer montiert habe, weil ich ja auch immer mit den Headstraps rum experimentiere. Ich habe ja auch noch die Kopfhörer von Modicap. Die sind natürlich über allem erhaben, muss ich ganz klar sagen. Da gibt nichts drum. Ich bin kein großer In-Ear-Fan, aber das, was ich jetzt hier getestet habe, aber auch die Soundcore, die sind vom Sound her echt gut. Alles ist besser als der originale Sound von Pico oder der Quest. Also da gibt es natürlich glaube ich, keine zweite Meinung. Ne? Also wenn man den normalen Originalsound hört und dann hat man hier diese Teile oder auch Over-Ear, dann will man eigentlich gar nichts mehr anderes haben, besonders bei Musik-Rhythmus-Games oder so. Ja, Leute, ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen damit geholfen, konnte euch ein paar Eindrücke über diese Teile geben. Alle Links werde ich unten in die Beschreibung packen, könnt ihr euch gerne mal anschauen näher und ich muss sagen, von den Preisen her war das vollkommen, ist das vollkommen in Ordnung. Da kann man gerne mal zuschlagen, wenn man gerade mal ja, ein anderes Headstrap haben will oder eine andere Audiolösung haben möchte, da kann man echt zuschlagen. Ja, ich bedanke mich jetzt bei euch für die ja, Aufmerksamkeit, der Ben natürlich auch. Und ja, falls ihr Fragen habt, gerne unter die Kommentare oder Anregungen oder ja, irgendwas anderes oder ihr habt eventuell auch schon diese Teile hier getestet, dann gerne auch unter die Kommentare damit. Dann können wir uns ein bisschen darüber austauschen. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der die jetzt echt super fand, was ich aber nicht glaube. Ich glaube, jeder, der die mal aufhatte, wird sagen, echt coole Teile. Aber ist natürlich immer sehr, sehr individuell das Ganze. Ja, ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.